die eigentlich schon fast alles abgenommen, weggenommen, aber ich will es mit anderen Akzenten anbieten. Zunächst mal, der Mythos Marx, eine aktuelle Herausforderung. In einem Hotel liegt dieses Heft aus, 56 Seiten starr, voller Veranstaltungen aus Anlass eben des 200. Geburtstags. Ich habe es mitgenommen zur Veranschaulichung. Könnte man sagen, naja, Trier, das kleine Trier ist eben Marx verfallen. Was anderes hat es nicht zu bieten. Für mich hat Trier weit mehr zu bieten. Ich denke nur an Friedrich Spee, der den Hexenwahn erfolgreich bekämpft hat und der seine letzte Ruhe hier in der Jesuitenkirche gefunden hat. Das nur so nebenbei und höchst persönlich. 3,3 Millionen Zuschauer haben sich an der Abstimmung Unsere Besten im zweiten deutschen Fernsehen vor 15 Jahren beteiligt. Dabei entfielen 780.000 Stimmen auf Konrad Adenauer und Karl Marx kam mit einer 500.000 auf Platz 3 nach eben Adenauer und Martin Luther. Die Bewohner der neuen Bundesländer haben sogar mehrheitlich für ihn votiert. Zu Beginn des Jahres 2018, also wir sind in unserem Jahr, sollte ein Intercity-Zug benannt werden. Zur Auswahl standen der Name des Kanzlers der Einheit, also Helmut Kohl, sein beliebter Vorgänger Helmut Schmidt und Karl Marx. Und die, die da entschieden haben, einen höheren Bildungsstandard als die große Masse beim ZDF, entschied sich mehrheitlich, nun ja, Sie können es denken, wenn ich es hier erwähne, für Karl Marx. Er machte das Rennen. Der Mann, der hier in dieser Stadt vor 200 Jahren, am 5. Mai, geboren wurde. Ist oder sind diese Ehrungen, die ich gerade kurz skizziert habe, anstößig? Bevor wir mit Nein oder Ja antworten, ist es geboten, über Marx und seine Auswirkungen nachzudenken. Schließlich haben, wie heute geradezu unbestritten, bekennende Marxisten den Tod von über 85 Millionen Menschen zu verantworten. Das Schwarzbuch des Kommunismus 1997 in Deutschland erschienen, oder in Deutsch, bietet die Beweise. Da drängt sich die Frage auf, ob sich die Mörder zu Recht auf Marx berufen können. Sie waren ja alle Marxisten, Leninisten. Oder ob diese Berufung auf einer Verkennung der Tatsachen beruht. Gute Mann von Trier, ob der Name Marx vielleicht sogar absichtlich missbraucht wurde und wird. Doch keines unserer Massenmedien stellt diese Frage, wagt es gar, nach der Antwort zu suchen. 1968 wurde ich gebeten, neben meinen staatsrechtlichen Vorlesungen, die Bundesrepublik Deutschland betreffen, auch Veranstaltungen zum politischen System der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik anzubieten. Bereits beim Studium des ersten Artikels der dortigen Verfassung stieß ich auf ein Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus. Ich musste also in meine Veranstaltung auch Hinweise, Ausführungen zu Karl Marx, zu Friedrich Engels und eben zu Wladimir Ilitsch Ulyanov, genannt Lenin, einbauen. In dem Maße, wie ich später Zeit fand, die Quellen selbst zu befragen, veränderte sich mein Verständnis ihrer Meinungen und Lehren, insbesondere
ihrer Motive und Ziele. Im Folgenden soll Karl Marx das Werk und der Mann in der gebotenen Kürze vorgestellt werden. Als Leitfaden verwende ich dabei die Ansprache, die Friedrich Engels am offenen Grab von Marx gehalten hat. Es heißt, er habe ungefähr Folgendes geäußert. Am 14. März, die Rede ist von 1883, nachmittags ein Viertel vor drei, hat der größte lebende Denker aufgehört zu denken. Wie Darwin das Entwicklungsgesetz der organischen Natur, so entdeckte Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte. Damit nicht genug. Marx entdeckte auch das spezielle Entwicklungsgesetz der heutigen kapitalistischen Produktionsweise und der von ihr erzeugten bürgerlichen Gesellschaft. Mit der Entdeckung des Mehrwerts war hier plötzlich Licht geschaffen. So war der Mann der Wissenschaft. Aber das war noch lange nicht der halbe Mann. Die Wissenschaft war für Marx eine bewegende, eine revolutionäre Kraft. Doch Marx war vor allem revolutionär. Soweit das Zitat, also Engels am offenen Grab. Engels ist insofern beizupflichten, als Geschichtsphilosophie, wir haben davon schon gehört, Nationalökonomie, ebenfalls schon vorweggenommen, und revolutionäre Agitation das Denken und Schreiben von Marx bestimmt haben. Welches waren die Motive seines Handelns? Die Frage wurde ja auch schon aufgeworfen, warum wollte er denn seine Fehler nicht eingestehen und hielt fest an Aussagen, die bar jedes Realitätsbezuges waren. Und wie erklärt sich der Erfolg? Gehen wir Schritt für Schritt vor. Zunächst Marx, der Geschichtsphilosoph. Marx, hier lebend, im Alter von 6 Jahren in der evangelischen Kirche getauft, hat natürlich am evangelischen Religionsunterricht teilgenommen und dabei die mosaisch-christliche Heilslehre vorgesetzt erhalten, die er dann säkularisiert hat, bei ihm eben Urgesellschaft mit idealen Zügen. Es folgt die verwerfliche Arbeitsteilung, die irgendwann dann überwunden werden wird, und wir haben die blutrünstige Klassengesellschaft, unter anderem in Gestalt des Kapitalismus. Aber es kommt ein Messias auch bei Marx, nämlich das Proletariat, und die Diktatur des Proletariats führt hinüber in den idealen Sozialismus, insbesondere Kommunismus. Marxes Gegenwart war der Kapitalismus. Und diesbezüglich finden wir zwar bei Marx keine längeren kohärenten Ausführungen, aber wir finden einige wichtige Aussagen in einer Schrift, die mehr Verbreitung gefunden hat als jede andere gleichartige Publikation, nämlich im Manifest der Kommunistischen Partei, nur rund 30 Seiten stark, hat es aber in sich. Es gibt jedoch Leute, die sich schon mit den ersten Sätzen oder Seiten begnügen und nicht bis zum Ende den Text lesen. Da steht nämlich drin, gegen Ende im vorletzten Abschnitt, auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit, weil Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution steht und, jetzt kommt, bürgerliche Revolution kam ja wenig später, die deutsche bürgerliche Revolution also nur das
unmittelbare Vorspiel einer proletarischen Revolution sein kann. Wann kam dann die proletarische Revolution, die damals unmittelbar bevorstand, 1848? Sie kam bis heute nicht. Dann könnte jemand sagen, Moment mal, denken Sie an 1917, Russland. Nein, unbestritten, das war keine proletarische Revolution, sondern das war eine Soldatenrevolution. Und Russland war nach Marx jenes Land, das am spätesten den Weg in den Sozialismus, Kommunismus finden sollte, weil es ja noch nicht einmal feudalistisch war. Und jetzt das allerletzte im Manifest, was jeden herausfordern sollte und müsste und was ich immer wieder meinen Studenten mit allem Nachdruck einzubläuen versucht habe, mit der Bitte verbunden, es auswendig zu lernen, damit man es immer präsent hat, nämlich, da heißt es, nicht ganz auswendig, wenn ich schon von den Studenten erwarte, dann muss ich mit gutem Beispiel vorangehen. Die Kommunisten verschmähen es, alles Zitat, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Soweit das Zitat. Ich pflege dann hinzuzufügen, wenn ich mir diesen Satz vergegenwärtige, dann sehe ich Ströme von Blut und Berge von Leichen. Denn was das bedeutet, ich werde es nachher noch ausführen, eben die Zerstörung, die gewaltsame Zerstörung aller bisherigen Gesellschaftsordnung, das ist doch, was da geschehen ist in den Ländern, die eben diese Blutopfer aufweisen und die Zahl von 85 Millionen Toten ergeben. Ja, vor 50 Jahren sagte ich eine neue Verfassung in der DDR. Und was steht drin in der neuen Verfassung? Also, dass wir jetzt auf dem Weg in den Sozialismus und Kommunismus sind. Jetzt, wenn sich vergegenwärtigen, was zwischenzeitlich geschehen ist, die DDR gibt es nicht mehr, die Verfassung gibt es nicht mehr und die Vorhersage von Marx ist dort, wo sie eigentlich geradezu gewaltsam heraufbeschworen wurde. Man hat in der DDR nicht gesagt, man sei schon im Kommunismus, aber wir befinden uns auf dem Weg dorthin. Die Wirklichkeit war natürlich eine ganz andere, aber das Papier ließ sich bedrucken mit dieser Vorhersage. Damit sind wir schon bei der Kritik auch der Vorhersage. Man kann nur feststellen und muss feststellen, dass eben diese Geschichtslehre des Karl Marx, ja, es wird ausgewiesen als Philosophie. Ich will es aber mir nicht zu eigen machen, das Philosophie zu nennen. Ich möchte ja keinem Philosophen zu nahe treten. Wenn man das, diese Irrtümer, skandalöse, große Irrtümer, Gott sei Dank waren es Irrtümer, und ist die Vorhersage nicht in Erfüllung gegangen, wenn man das zu Recht Philosophie nennen könnte, ja, dann möchte ich kein Philosoph sein, darf ich vielleicht sagen. Also, die Urgesellschaft war natürlich ganz anders als bei Marx dargestellt und bis heute hat kein marxistisch-kommunistischer Staat oder marxistische Partei auch nur behauptet, sie habe einen kommunistischen Staat geschaffen. Da könnte ich jetzt alle aufzählen, Sowjetunion, Jugoslawien, Albanien, VR, China und so weiter. Sie wissen es ja selbst, vor 170 Jahren war der
der Kommunismus nach Marx überfällig. Die bürgerliche Revolution ist unmittelbar das Vorspiel zur proletarischen Revolution bei Marx und bis heute nirgendwo Wirklichkeit geworden. Kommen wir zu Marx, dem Ökonomen. Marx hat viel geschrieben, Briefe, Aufsätze, Zeitungsartikel, Bücher. Die Bücher sind höchst polemische Auseinandersetzungen mit den Ansichten und den Charakteren einzelner Zeitgenossen und wurden jeweils im Verlauf weniger Monate verfasst. Die Ausnahme bildet das Kapital, die Kritik der politischen Ökonomie. An ihr arbeitete Marx Jahrzehnte hinweg, bis dann 1867 der erste Band erscheinen konnte. Das wurde ja schon erwähnt, die Bände 2 und 3 posthum von Engels überarbeitet und herausgegeben. Das Buch mit seinen mathematischen Formeln und Gleichungen hat vom Schlusskapitel abgesehen ein streng wissenschaftliches Gepräge. Sensationeller Inhalt lässt sich mit wenigen Sätzen skizzieren. Im Kapitalismus, hören Sie genau hin, geht alles mit rechten Dingen zu. Trotzdem oder gerade deshalb muss und wird es zur Revolution kommen. Zu diesem paradoxen Ergebnis gelangt Marx mit Hilfe seiner objektiven Wertlehre, die er auf die menschliche Arbeitskraft überträgt. Daraus resultiert die gerechte Ausbeutung, die natürlich nach Abhilfe schreit. Zunächst kurz zur objektiven Wertlehre. Man unterscheidet gewöhnlich zwischen dem Gebrauchswert einer Ware für den jeweiligen Besitzer und den Tauschwert. Gebrauchswert, im Augenblick vielleicht in die Nase läuft, dann hat ein Tempotaschentuch einen beachtlichen Gebrauchswert, der Handelswert ist sehr gering. Vergessen Sie im Augenblick den Gebrauchswert, denken Sie nur an den Tauschwert. Wie schon gesagt, der Tauschwert einer Ware richtet sich nach Marx, nach der Zahl der Stunden, die zur Herstellung, zur Produktion erforderlich gewesen sind. Ich zitiere Marx, sehr anschaulich: Rock und Leinwand sind aber nicht nur Werte überhaupt, sondern Werte von bestimmter Größe. Und nach unserer Unterstellung ist der Rock doppelt so viel wert als 10 Ellen Leinwand. Woher diese Verschiedenheit ihrer Wertgrößen? Daher, dass die Leinwand nur halb so viel Arbeit enthält als der Rock, sodass zur Produktion des Letzteren die Arbeitskraft schwer doppelt so viel Zeit verausgabt werden muss als zur Produktion der Ersten. Damit füllt Marx von den insgesamt 950 Seiten des Buches ungefähr 800. Der Kapitalist, der jede Ware zu ihrem wahren Wert gekauft, also niemanden übervorteilt hat und der sie zu ihrem wahren Wert verkauft, erscheint dann im letzten Kapitel plötzlich als Vampir. Also der gute Mann wird nachher zum Ausbeuter. Die Expropriation der unmittelbaren Produzenten wird mit schonungslosestem Vandalismus und unter dem Trieb der infamsten, schmutzigsten, kleinlichst gehässigsten Leidenschaften vollbracht. Das ist Marx. Wie er lebt und erlebte und wie er
zu formulieren pflegte, wenn er in Rage war. Kurz eine Stellungnahme dazu: Gekauft und verkauft wird nicht nach einem errechneten objektiven Wert, sondern ausschließlich nach subjektiver Wertschätzung. Wobei sich die Kaufvertragsparteien zwar auf den Preis einigen, der Verkäufer aber nur deshalb verkauft, weil ihm das Geld lieber ist als seine Ware und umgekehrt. Da die objektive Wertlehre handgreiflich falsch ist, heute deshalb auch keine Vertreter mehr in der Theorie findet, ist es müßig, sie ausführlich zu widerlegen. Nie galt sie auch nur vorübergehend im Alltag eines der sozialistischen Staaten. Das ist ausnahmsweise mal richtig. Wie bitte? Das ist ausnahmsweise richtig. Hat aber eine ganz andere Ursache, als Sie hier darstellen. Eine andere Ursache? Ja. Kann ich mir nicht gut vorstellen, dass man die objektive Wertlehre auseinander. Aber gut, wir hören es vielleicht nachher. Ich wüsste nicht. Sie ist halt falsch und deshalb kam sie nicht zur Anwendung. Naja, gut. Ich bin sehr gespannt. Also nie galt sie in den sozialistischen Staaten oder in anderen Staaten einfach, weil sie gar nicht funktionieren könnte. Und gerade die Übertragung auf die menschliche Arbeitskraft ist völlig absurd, zu berechnen, wie viel Arbeitskraft in der Ware steckt, die auf dem Arbeitsmarkt angeboten wird, das wäre eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Die Behauptung, der Unternehmer kaufe die Arbeitskraft des ganzen Tages und der Arbeiter habe keinen Einfluss auf die Länge seiner tatsächlichen Inanspruchnahme, ist für den realitätsnahen Leser eine ungeheure Zumutung. Längst gab es in England, wo Marx das Kapital schrieb, gesetzliche Arbeitszeitregelungen, die zugunsten der Arbeiter zu seinen Lebzeiten verbessert wurden. Sie standen nicht nur auf dem Papier, sondern wurden auch durchgesetzt, nicht zuletzt seitens des Unterhauses und der Fabrikinspektoren, die darüber wachten. Der Haupteinwand lautet jedoch, warum die überaus heftigen Vorwürfe an die Adresse der Kapitalisten, wenn sie einem ehernen Gesetz folgend den gerechten Lohn bezahlen und gar nicht anders handeln können. Warum füllt Marx mit dem Stoff, der sich auf wenigen Seiten darstellen lässt, ein dickes Buch, ungefähr 950 Seiten. Wegen seiner unendlichen Wiederholungen pflegt es den, der versucht es zu lesen, zu langweilen und wird von vielen als ungenießbar apostrophiert. Die Antwort, natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, entnehmen wir einem Brief von Karl Marx an Friedrich Engels. Ich dehne diesen Band mehr aus, weil die deutschen Hunde den Wert der Bücher nach dem Kubikinhalt schätzen. Typisch Marx. War sich Marx der Tatsache bewusst, dass seine angebliche Entdeckung keinerlei Nachprüfung standhält? Vieles spricht dafür, so seine Leidenschaft für die Börse. Ihm musste doch klar sein, dass der Kurs der Aktien von höchst subjektiven Wertungen abhängt und nicht von real investierten Arbeitsstunden. Ferner die geschichtliche Entwicklung auf praktisch allen Gebieten. Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen, Evolution statt Revolution. Vor allem spricht der Ekelbände, den Marx empfand, wenn er an sein Werk dachte.
jeder halbwegs normale Autor, und ich denke an mich selbst dabei auch, der glaubt, er habe etwas Wichtiges mitzuteilen, drängt ungeduldig auf die Veröffentlichung. Er aber, Marx, begrüßte, wie Engels berichtet, jeden Vorwand, der eine Verzögerung des lange Angekündigten rechtfertigte und nannte es mehrmals, ich zitiere, das verdammte Buch, Alt, Saubuch, Scheiße, ökonomische Scheiße. Verrät ein solches Empfinden nicht, dass da etwas faul ist in der Sache, in der Psyche oder in beiden? Kommen wir auf Marx, den Revolutionär, zu sprechen. Marx war, wie Engels hervorhebt, ein leidenschaftlicher Revolutionär, der sein Denken und Tun ganz in den Dienst seiner Leidenschaft stellte. Das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte, wir haben es gehört, führt nach Marxes Prognose unweigerlich in die proletarische Revolution, bevor das Morgenrot einer ganz neuen Zeit anbricht. Was im Rahmen des historischen Materialismus ohne nähere Begründung bleibt, verdeutlicht das Kapital, wir haben es gehört. Doch warum konstruierte Marx eine Nationalökonomie, die angeblich beweist, dass der Proletarier im Kapitalismus den gerechten Lohn erhält? Ein Rätsel zunächst, goss er damit nicht Wasser in die Mühlen oder auf die Mühlen seiner Gegner, der Kapitalisten? Was zunächst unglaublich, zumindest höchst paradox klingt, findet unschwer eine ganz simple Erklärung. Marx betrieb, wie schon im Manifest der Kommunistischen Partei bekannt und benannt, den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Indem er behauptet, die Proletarier erhielten im Kapitalismus den gerechten Lohn und gleichzeitig die Zustände als äußerst beklagenswert schildert, zeigt er seinen Anhängern den einzigen gangbaren Ausweg aus der Misere auf, nämlich die Revolution. Da mehr als eine gerechte Entlohnung im Kapitalismus ja nicht zu erwarten ist, der totale Umsturz habe aber eine gänzlich andere Produktionsweise zur Folge, wo eben nun ja alles harmonisch abläuft und jeder so viel arbeitet, das wurde ja schon zitiert, wie er Lust und Laune hat, morgens fischen, abends jagen oder umgekehrt, wie ich gerade lustig bin. Also dann sind wir eben in einem paradiesischen Zustand. Der Jetzt-Zustand im Kapitalismus wird auf diese Weise überwunden werden. Marx machte sich auch Gedanken über die Voraussetzungen einer Revolution und kam zu der Einsicht, ich zitiere ihn, eine solche Revolution ist nur in Perioden möglich, wo diese beiden Faktoren, die modernen Produktivkräfte, also die Maschinenparks und die bürgerlichen Produktionsformen, miteinander in Widerspruch geraten. Eine neue Revolution ist nur möglich im Gefolge einer neuen Krise. Sie ist aber auch ebenso sicher wie diese. Also Marx hofft auf eine Krise, er braucht sie ja für seine Revolution und ist davon überzeugt, dass sie kommen wird. Also war Marx von heißer Krisensehnsucht erfüllt und brachte diese Sehnsucht immer wieder zum Ausdruck mit Worten wie: In dies gärt und kocht es offenbar und nur zu wünschen, dass große Unglücksfälle in der Krim
ging es gerade mal um diese Insel, den Ausschlag geben. Oder die amerikanische Krise ist beautiful. Oder die Hunde von Demokraten und liberalen Lumpen werden sehen, dass wir die einzigen Kerls sind, die nicht verdummt sind in der schauderhaften Friedensperiode. Seine Frau in einem Brief an einen Freund, nicht wahr, an dem allgemeinen Krach und Zusammenrumpeln des alten Drecks hat man doch noch eine Freude. Obgleich wir die amerikanische Krise an unserem Beutel sehr verspüren, so können Sie sich doch wohl denken, wie high up, glücklich beschwingt, also der Moor ist, Moor mit Spitzname für Marx, seine ganze frühere Arbeitsfähigkeit und Leichtigkeit ist wieder gekehrt. Ja, fragen wir uns, was war die Triebfeder des Denkens und Handelns von Marx? Diese und zahlreiche ähnliche Äußerungen machen stutzig, provozieren die Frage nach den Antriebskräften, die das Denken und Handeln des namhaftesten Kommunisten bestimmten. Auch die heiße revolutionäre Sehnsucht, die ihm offenbar seine Theorien und Gesetze eingaben, lassen Ausschau halten nach den Motiven, die ihn bestimmten. Typisch ist die Betrachtungsweise, die der namhafte Jesuit Oswald von der Bräunig verdarb. Wenn ich ihn erwähne, dann ist er für die meisten kein Begriff, aber vor 40, 50 Jahren hier in Trier und in ganz Deutschland sehr wohl. Denn dieser Oswald von Nellbräunig war auch ein gebürtiger Trierer, hat das gleiche Gymnasium besucht wie Marx, natürlich Jahrzehnte später, und war als Verfasser der Enzyklika Quadragesimo Anno, ein bedeutender Mann auch der katholischen Kirche. Und wenn nun dieser Exponent der Kirche, gleichsam dem Kommunisten Marx, Positives bescheinigt, dann muss doch etwas dran sein. Und zu solchen positiven Aussagen seitens des Jesuiten kam es immer wieder. Unter anderem, wir alle stehen auf den Schultern des Karl Marx, oder hatte man bis dahin, gemeint ist das Jahr 1932, bevor die Frühschriften bekannt waren, nur den grimmigen Kämpfer und Hasser, den eiskalten Denker, der zugleich ein glühender Revolutionär war, gekannt, so lernte man zu seiner Überraschung jetzt einen anderen, ganz von Menschlichkeit bestimmten Marx kennen. Einen Mann, dem es um den Menschen ging und um die Menschenwürde eines jeden, der menschlich an Menschenantlitz trägt. Und mit dieser Äußerung stand nun dieser so namhafte Mann nicht allein, zahlreiche andere haben ähnlich formuliert. Was kann zugunsten des ganz von Menschlichkeit bestimmten Marx vorgebracht werden? Jetzt spitzen Sie die Ohren. Von Nellbräunig gab zur Antwort, den vorstehenden Ausführungen liegen keine Texte oder Meinungsäußerungen von Marx zugrunde, sondern nur heute allgemein verbreitete Erkenntnisse und Denkweisen. Ja, ein anderer, ebenfalls sehr angesehen, Richard von Weizsäcker, verweist, der sich ähnlich geäußert hatte und daraufhin angesprochen wurde, auf den marxischen kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen gewesen sei.
Diese Äußerung legt in der Tat die Annahme nahe, humanitäre Impulse hätten eine maßgebliche Rolle gespielt. Aber wir wissen über den jungen Marx und den alten sowieso weit mehr als das, was da gerade zitiert worden ist. Und deshalb muss man, wenn man es seriös macht, eben auch die anderen Texte heranziehen und gleichsam mit berücksichtigen bei einer Beurteilung. Ich könnte jetzt das natürlich präsentieren, aber das würde den zeitlichen Rahmen, der ohnehin angespannt ist, überfordern. Ich will nur kurz schildern, wie es weitergegangen ist mit Oswald von Bräunig und seinem Ausspruch: Wir alle stehen auf den Schultern des Karl Marx. Er hat ihn mehrmals wiederholt und wurde auch von namhaften Persönlichkeiten des politischen Lebens, so von Willy Brandt, damit zitiert. Als ich entsprechend tief eingestiegen war in die Beschäftigung mit Marx und dem Marxismus, konnte ich es mir nicht verkneifen, die Nell Bräunig anzuschreiben. Ich war zunächst etwas ungehalten, aber gut, ich habe dann mich an die Jesuitenzeitschrift Stimmen der Zeit gewandt, Stimmen der Zeit gefragt, ob ich, nachdem die Stimmen Nell Bräunig ausführlich zu Worte hatten kommen lassen, ob ich meinerseits eine kritische Anfrage dort unterbringen könne. Das wurde zugesagt, ich habe dann geschrieben, eingereicht, nichts mehr gehört. Nach einiger Zeit habe ich nachgehakt und nachgefragt, bekam die Antwort, man könne den Text nicht bringen, der sei doch etwas scharf. Ja, wir könnten ihn ja entschärfen, meinte ich. Das haben wir dann auch getan. Wieder erschien er nicht. Wiederum Nachfrage gingen nicht. Und dann habe ich das einem Freund erzählt, der selbst Jesuitenzögling war und der sich um die Gesellschaft Jesu verdient gemacht hatte. Und der wurde seinerseits von den Jesuiten geehrt und hat dann anlässlich einer Ehrung, die vorgesehen war, sollte er den realen Kardinalshut von Kardinal Bea überreicht bekommen, gesagt, entweder ihr bringt den Artikel von Höp oder ich verzichte auf diesen Hut. Und daraufhin hat man also den Artikel gebracht und damit begann eine jahrzehntedauernde Korrespondenz zwischen Nell Bräunig einerseits und mir andererseits, wobei er eben so bemerkenswerte Konzessionen machte, wie vorhin vorgelesen, dass also seinen Aussagen keine speziellen Forschungen zugrunde liegen, sondern dass er nur das sage, was man heute zu sagen pflegt. Im Verlaufe dieser Korrespondenz hat er dann eine Position nach der anderen geräumt, aber nun gut, er hat sich nicht breitschlagen lassen, das hohe Wort zurückzunehmen, bis dann, und jetzt wird es, wie ich meine, doch höchst bemerkenswert, 1983, der 100. Todestag von Karl Marx, hier in Trier in Erinnerung gerufen werden sollte, und zwar gerade an dem Gymnasium, das beide besucht hatten. Auf welche Weise man lud Oswald von den Bräunig ein, über Marx einen Vortrag zu halten. Und dieser Vortrag ist gleichsam Marx betreffend, das Vermächtnis
dieses namhaften Mannes von Nell Bräuning. Da schreibt Nell Bräuning, hat damals eben das mündlich vorgetragen, was Marx in der Welt angerichtet hat, das ist sicher beispiellos. Wir können nur sagen, die Veränderung, die er in die Welt hineingebracht hat, ist doch vielleicht zudem das größte Unglück, das über die Menschheit gekommen ist. Wir können uns unseres Mitschülers Marx unmöglich rühmen, wenn dieses Rühmen nicht eine kindliche Eitelkeit sein soll. Also das hat Nell Bräuning am Ende seines Lebens über den Schulkameraden Marx ausgeführt. Möchte man meinen, damit sei also gleichsam sein großes Wort, wir alle stehen, weggewischt, aber jene, die dieses Wort konservieren wollen, verzichten natürlich darauf, die Korrektur, die Nell Bräuning selbst vorgenommen hat, zu berücksichtigen. Das ist also ganz bezeichnend. Es wird einerseits wiederholt, was an Stimmigen kursiert, auch wenn es gar nicht historisch belegt ist, und Korrekturen bleiben unberücksichtigt. Wir könnten jetzt hier zunächst mal abbrechen und sollte noch die Frage auftauchen, warum dann der große Erfolg der Lehre des Karl Marx oder des Marxismus, es hat ja vorübergehend den Anschein, als sei Marx und der Marxismus auf immer in die Geschichte verbannt, warum die Renaissance, aber das überlasse ich dann der Diskussion, wenn also hier die Frage gestellt wird, werde ich gerne aus meiner Sicht darauf eingehen. Zunächst also ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf vielleicht nochmals das Gesagte zusammenfassen aus meiner Sicht. Die Zusammenschau aller einschlägigen Tatsachen lässt kaum einen anderen Schluss zu als die Annahme, dass die weltweite Verehrung von Marx nicht dem historischen Marx aus Trier, sondern einem Mythos gezollt wird, an dessen Weiterleben und Entfaltung noch heute Menschen und Institutionen vieler Länder, teils aus Leichtfertigkeit, teils wieder besseres Wissen, mitwirken. Faktenorientierte Wissenschaft kann sich daran nicht beteiligen. Nochmals besten Dank und nun freue ich mich auf eine angeregte Diskussion. Herr Löw, wir können jetzt ganz kurz diskutieren, wir können aber auch jetzt eine Pause machen, lassen dann Herrn Feist seinen Vortrag machen und machen dann eine einstündige Diskussion, sodass wir dann 17:30 auch völlig durch sind. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Und wir würden dann sagen, 3:45 ist dann der Feist dran, auch wieder eine Dreiviertelstunde und danach die Diskussion, dann werden wir all diese Fragen, die sich dann angestaut haben, kurz klären. Erstmal vielen Dank und jetzt darf etwas Sonne und Zwischenluft getankt werden.